Jetzt stehe ich hier zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Nur Raul ist nicht da. Also, das ist ja eine Unverschämtheit. Dieser Typ, wo bleibt er denn bloß? Schon eine Minute Verspätung. Aber wie sagt man ja so schön? Eine Minute über der Zeit ist Rauls Pünktlichkeit. Ich bin schon wieder auf 180. Ich stehe hier bestimmt schon seit 2 Minuten oder so. Wo bleibt er denn? Naja, er wird schon seine Gründe haben. Der hat bestimmt schon wieder gebummelt. Ihm ist doch hoffentlich nichts passiert. Bestimmt liegt er noch im Bett. Vielleicht ist er gestolpert. Und jetzt liegt er irgendwo ganz hilflos. Raul, ich werde dich finden. Halt durch, mein alter Freund. Dieser egoistische Blödkopf. Na warte, Kalle. Jetzt kannst du was erleben. Paul, Raul. Paul. Oh, wohin des Weges, schöne Frau? Bitte? Wieso die Eile? Ja, ich muss einen Freund finden. Der ist in Lebensgefahr. Lebensgefahr? Oh, darüber kenne ich einen kleinen Song. Lebensgefahr. Aha. Naja, ich muss jetzt aber weiter. Wenn meinem Freund was passiert ist und er liegt irgendwo, er ist ja schließlich Herbst, nicht? Herbst? Dazu kenne ich einen kleinen Song. Ja. Herbst. Ja, danke, danke, danke. Aber ich muss jetzt wirklich weiter. Ich habe keine Zeit. Oh, Zeit. Was für ein interessantes Wort. Dazu kenne ich einen Song. Zeit. Was sind das alles für komische Lieder? Selbstgespräche? Interessant. Kennen Sie das Lied über Selbstgespräche? Selbstgespräche. Hören Sie, mein Freund. Mein Freund ist in Lebensgefahr. Er braucht meine Hilfe. Lebensgefahr? Oh, kennen Sie den Song über Lebensgefahr? Den kenne ich schon. Ja, dann singe ich ihn trotzdem. Lebensgefahr. Das ist mir zu doof. Ich muss jetzt weg. Tschüss. Oh, dazu passt ein Verabschiedungssong. Verabschiedung, Verabschiedung, tschüss. Und während ich jetzt weiterlaufe und Raul suche, könnt ihr ja einen Blick ins Spätzledorf werfen. Da ist nämlich auch schon einiges los. Hallo Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Osten bis Westen, da bin ich wieder, euer lieber guter alter Spencer. Entschuldigt Leute, dass ich so ein bisschen komisch spreche, aber ich bin gerade beim Zähneputzen. Sibylle hat uns geschrieben, also Sibylle heißt sie eigentlich richtig, aus Buxtehude. Sie möchte so gerne mal miterleben, wie das Dorf schlafen geht. Liebe Bille, liebe Leute, das könnt ihr haben. Guckt euch mal die Quietsch Boys an, wie sie ihren Gute-Nacht-Song singen. Abends, wenn es dunkel wird, gehen überall die Lichter an. Abends, wenn es kühler wird, zieht man sich auch wärmer an. Abends, wenn man müde wird, legt sich alle Welt ins Bett. Abends fallen die Augen zu, du schläfst ein und träumst so nett. Guten Abend, gute Nacht, Äuglein werden zugemacht, wieder ist ein Tag.
flog wie Zauberei. Guten Abend, gute Nacht, nur das Mondlicht einsam wacht über unser Träumerei. Gute Nacht, gute Nacht. Gute Nacht, Leute. Auch wir gehen jetzt schlafen. Mhm. Gute Nacht, Leute. Guten Abend, gute Nacht. Äuglein werden zugemacht. Wieder ist ein Tag vorbei. Er verflog wie Zauberei. Guten Nacht, Fensterleute. Gute Nacht. Nur das Mondlicht einsam wacht über unserer Träumerei. Nacht, Nacht! Gute Nacht. Aus dem Abend wird die Nacht, dann gehen die Lichter wieder aus. Die Nacht, die alles friedlich macht, die zieht gute Nacht, Freunde, in jedes Haus. Nachts sind alle Schatten grau, das Mondlicht spendet schwaches Licht. Das Gras benetzt der nasse Tau, bevor ein neuer Tag anbricht. Top Sommernacht, ideal zum Tippen. Guten Abend, gute Nacht, Äuglein werden zugemacht. Wieder ist ein Tag vorbei, er verflog wie Zauberei. Guten Abend, gute Nacht, nur das Mondlicht einsam wacht über unserer Träumerei. Gute Nacht, gute Nacht. Ja, liebe Bille aus Buxtehude, so sieht das aus, wenn unser Dorf schlafen geht. Und nun nichts mehr. Wirklich, Bille, es ist nichts mehr los bei uns im Dorf. Auch Verzeihung. Na, guck sie dir an, die Schläfer. Was denn? Nichts. Alexi, macht der einen solchen Lärm mit seiner alten Klappermaschine und das nachts. Also, was der kann, das kann ich schon lange. Ich bin gerade so in Fahrt, dass ich am liebsten die ganze Nacht durchgearbeitet hätte. So, jetzt aber. Eine Glücksfee soll das werden, wenn es erst einmal fertig ist. Lieber Nachbar Nepomuk, darf ich dich höflich, aber unmissverständlich darauf hinweisen, dass deine Hämmerei die gesetzlich geschützte Nachtruhe ganz erheblich stört? So, mein lieber Nachbar Lexi, und deine Tipperei? Ach, da gibt es doch wohl entscheidende Unterschiede, was die Dezibel anbetrifft. Bitzi was? Bel, Lautstärke-Maßeinheit. Dein lautes Hämmern stört mein leises Tippen. Aber dein Tippen drängt durch dieses Fenster, da direkt in mein rechtes Schlafohr. Dann mach dein Fenster zu. Bei der Hitze doch nicht. Dann müsste ich etwa aufhören zu tippen? Genau, ich? Das müsstest du. Ich? Schreib mit dem Bleistift, da höre ich nichts. Ich habe aber derzeit nichts mit der Hand zu schreiben. Wenn ich aufhörte zu tippen, würdest du dann aufhören zu hämmern? Genau das würde ich. Wenn auch schweren Herzens. Dann störte mich dein Hämmern nicht mehr. Und ich könnte in Ruhe weiter tippen. Wie komisch. Nachts denkt der Lexi aber unverfroren.
etwas still geworden. Mal sehen. Ups. Gib das her! Ja, nimm's doch! Ja! Ist ja deins! Ja. Oh! Lexi, du hast mir beinahe den kleinen Finger von meiner Glücksfee weggebosselt! Und ich muss diese Seite neu tippen, denn ich hatte geschrieben, daraus ergibt sich folgerichtig das, und du hast dazu getippt, dass Lexi Quatsch quatscht, Quatsch quatscht! Lexi, lass uns beiden aufhören! Warum beide? Mir genügt es, wenn du aufhörst! Lexi, du machst dich über mich lustig! Ich werde mich hüten! Sei vernünftig. Du hast angefangen, in aller Ruhe Krach zu machen. Also gut, bin ich vernünftig. Ich höre in aller Ruhe mit dem ohrenbetäubenden Krach meines Schreibmaschinchens auf. So. Das ist ein Wort. Ich mache nur noch 6 Schläge an meiner Glücksfee. Und ich mache noch 6 Schläge auf meiner Klappermaschine. So. 2, 3, 4. 5, 6. Stimmt. Gute Nacht, Nachbar! Gute Nacht, Nachbar! Warum hört ihr denn auf, den Nipi? Das kann er doch nicht machen. Nepomuk, du hast mich geweckt. Tut mir leid, Kasi, wenn mein Bosseln dich geweckt hat. Nein, aber als du aufgehört hast, bin ich aus dem Schlaf gefahren. Was? Als ich aufgehört habe? Ja, ich hatte gerade so schön geträumt, wie mein Freund Nepomuk lauter Wolkenbildhauert. Wumm, wumm, wumm. Eine Wolke schöner als die andere. Wumm, wumm. Sag das mal, Lexi. Wieso denn Lexi? Weil der... Ach, mach weiter, Nipi, bitte. Weißt du, dann kuschel ich mich wieder in mein Bett und dann höre ich dich bosseln und dann weiß ich, da ist mein Freund Nepomuk und der ist wach und beschützt mich mit Wolken. Eine Glücksfee wird das. Das ist doch egal. Hauptsache, du hämmerst. Ja, nun mach schon. Los. Ach, das ist schön. Jetzt kann ich garantiert wieder einschlafen. Also das ist doch Nepomuk. Nepomuk, wir hatten noch ausgemacht. 6 Schläge ich, 6 Schläge du und dann ist Ruhe, ja? Tut mir leid, Lexi, aber das ist Kasis Wiegenlied. Er kann nur schlafen, wenn ich ordentlich bossle. Und ich? Ich? Kasi ist mein Freund. Dein Schlaf ist mir heilig. So, und mein Schlaf? Mein ist Schlaf? Ist mir nicht so heilig. Kasis Schlaf ist mir heiliger. Also das ist doch... Psst! Kasi schläft. So, hier ist's. Unerträglich. So! Lexi, das machst du nicht noch einmal! Doch! Ich warne dich! Hilfe! Hilfe! Spencer! Mal sehen, was der da geschrieben hat. Da bin ich aber neugierig. Ozylepyrürü? Der hat einfach drauf losgehämmert. Bloß um mich zu ärgern. Na, warte. So. Spencer? Spencer? Hallo Leute, von A bis Z, von A. Beruhige dich. Ich will bestimmt nicht petzen, aber gegen diesen wildgeworfenen Hammerwerfer musst du mir helfen.
Lexi, was ist los? Meine Ruhe. Nepomuk stört die öffentliche Ruhe. Aha. Um mir zu sagen, dass deine Ruhe gestört ist, störst du meine Ruhe. Ja, weil Nepomuk im Schlaf gestört ist, wenn ich tippe, klopft er wie ein Verrückter auf seinem Felsen rum, was ich bei meinem Tippen nicht aushalten kann. Nein, langsam, nein, nein. Langsam, Lexi, langsam. Worum geht's eigentlich? Um Ruhe! Aha. Krach um Ruhe. Ja, was gedenkst du zu tun? Lexi! Den Satz kann ich schon nicht leiden, wenn ihn Elvis tagsüber ablässt. Aber von dir nachts auch noch, nee. Spencer, du musst eingreifen. Aber wieso denn? Mitten in der Nacht. Eine nächtliche Ruhestörung ist nun einmal nachts. Spencer! Das Dorf geht unter und der Boss pennt. So. Jetzt werde ich aber tippen, dass die Wände wackeln. Oh, meine Schreibmaschine! Das war Nepomuk. Kasi! Hey, Bossin, sollst du nicht klingeln. Lexi, du bist das. Was ist denn los? Kasi, komm sofort mit deinem Bollerwagen. Wir müssen den Stein vor Schloss Nepihausen in die Wüste karren. Wie heißt mein Schloss? Was, Lexi? Na, das geht nicht. Bei dem Riesenfelsen kracht doch mein Bollerwagen zusammen. Außerdem kann den kein Mensch heben. Und so, wo gibt's denn hier eine Wüste? Kasi, bitte deinen Bollerwagen. Wir müssen eine Schreibmaschine transportieren. Was? Meine Herren, ja. Nächtliche Nachttransporte aller Art sind wegen nächtlicher Ruhestörung nachts strengstens verboten. Gute Nacht. Aber Kasi! Nepomuk? Ja? Wo hast du meine Schreibmaschine? Hau ab, du störst! Wo du meine Schreibmaschine hast! Ja, ich deine Schreibmaschine. Ach so, ja, deine Schreibmaschine. Ja, ja. Mach keine Ausflüchte. Komm mit, komm mit. Ja. Du bist ein Dieb. Du hast meine Schreibmaschine gestohlen. Ja, wie kommst du denn darauf? Da hat sie gestanden. Wo? Hier hat sie gestanden. Ich sehe keine Schreibmaschine. Weil du sie gestohlen hast. Gestohlen hast. Was machst du denn da? Mein Pilzhaus. Bist du wahnsinnig geworden? Wieso? Ich sammle Pilze. Ach. Du bist nicht nur ein Dieb, sondern ein brutaler Zerstörer obendrein. Nein, nein, das will ich nicht sein. Ich höre auf. Wo ist meine Schreibmaschine? Hau ab, du störst! Oh, Spencer! Spencer, es ist soweit. Du musst eingreifen. Nepomuk stört nicht nur die gesetzlich geschützte Nachtruhe, sondern ist auch ein Dieb. Und sägt an meinem Haus! Was? Er sägt an deinem Haus? Jawohl. Behauptet aber, er sammle Pilze. Und er hat meine Schreibmaschine gestohlen. Ja, Lexi, ich komme, ja, ich komme. Ich muss mir nur noch was anziehen. Ja, ich vertraue auf deinen Gerechtigkeitssinn. Ja, ist gut. Hm? Leute, es geht weiter bei dem Krachmacher Nepomuk. Also dieser Krach mit Lexi. Wundervoll. Ach, ich wollte sowieso die ganze Nacht an meiner Glücksfee arbeiten. Und dem Kasi tut's wohl in seinem Schlaf. Der träumt jetzt sicher wieder, dass ich Wolkenboss höre. Nepomuk, ja. Nicht nur, dass du mit deinem Gehämmere weiterhin die Sommernacht störst, sondern... Kasi schläft. Bei deinem Krach doch nicht. Doch, gerade. Der träumt von Wolken. Ach, wo ist meine Schreibmaschine? Wo? Wo? Hör auf zu summern, zu hämmern, wenn ich mit dir rede. Lexi, hau ab! Du störst! Mein Bosseln ist Kasis Wiegenlied! Ha! Dein Wiegenlied hat Kasi aufgeweckt! Ja, ja, was soll denn das für dich? Ich muss morgen und das nachts. Aber bei dem Krach, da krieg ich doch kein Auge zu. Ich bin so müde, ich würde gerne schlafen. Ruhe! Es ist ja furchtbar. Am liebsten würde ich jetzt in den Kraterkeller gehen oder zum Anziehen. Warum hast du plötzlich nachts Hunger? Was schreist du denn? Oh, Poldi, das kannst du doch nicht machen. Lässt das ganze Dorf aus dem Schlaf rein. Los! Da ist was passiert. Mona, warum schlagt ihr denn so lauter als Alarm? Derartig, um zu schreien.
Zeit. Mona! Lisa, Ruhe, Schluss mit dem Krach. Wir wollen schlafen. Ich glaube, die Zwillinge, die reden mit Poldi, der mit Kasi redet. Und wenn ich bedenke, dass die Figur eine Glücksfee sein soll. Nepomuk, ich lasse nicht locker. Was? Du hast meine Schreibmaschine gestohlen. Was? Wo ist sie? Wo ist sie? Hier los, deine Schreibmaschine. Auseinander, Leute, auseinander. Nicht so laut, ihr weckt ja das ganze Dorf auf. Was ist denn das los? War Nepomuk mit seinem Gehämmer. Was? Dein Typ hat das Dorf aufgeweckt. Was? Nepomuk, jetzt ruhig, ruhig, ruhig. Erklär mir bitte Spencer, mal, Lexi, was ich gebe zu, ich habe zu tippen angefangen. Ja. Aber mein leises Tippen kann schließlich nicht von Nepomuk. Da leise, von Nepomuk zum Anlass genommen werden, meine Schreibmaschine. Also ich find's nicht fein, wie die beiden sich da aufführen. Ihr hört jetzt auf, euch zu streiten hier. Es ist ja unerträglich, wo ist der Niki? Ich glaube, da steckt der olle Niki dahinter, ja. Ich werde mal hingehen und werde ihn fressen. Ach nee, lieber doch nicht, ich habe mir gerade die Zähne geputzt. Dann gehe ich eben was trinken irgendwo. Aber der hat sein Gebiss doch im Glas nach. Hoffentlich ist nichts Schlimmes passiert. Sicher irgendwas Blödes mit Nepi. Was, wie? Aber nichts wie hin. Weiter. Nichts wie hin. Nepi, was machst du denn hier, mitten in der Nacht? Wie heiß ich? Nepomuk, sag doch mal, was ist denn da hinten los? Ja bitte, es geht doch auch nachts. Was da los ist? Was? Das weiß ich doch nicht. Ach komm, Lulu, das geht mir nichts an. Selber nach. Oh. Da muss doch was passiert sein. Und mein Bademantel habe ich auch vergessen. Nepi, jetzt hast du aber ein Eigentor geschossen. Ich kann doch sie hier nicht mitten in der Nacht einfach stehen lassen. Wenn nun so ein Fremder kommt und sie klaut. So, Spencer, jetzt sage du, was wir mit diesem, naja, Stein des Anstoßes machen sollen. Tja, Leute, also ich würde sagen, rein mit dem Stein ins Schloss. Da drin kann er Nepomuk so viel hämmern, wie er will, ohne dass er irgendjemandes Nachtruhe stört. Ne? Ja! Spencer, den Felsen kriegst du nicht von der Stelle. Na, alle zusammen? Ja, alle zusammen, lass mich mal rein da! Hey, was ist denn hier so wieder los? Los da rein! Fass doch mal mit an! Los! Den Felsen kriegen wir nicht von der Stelle. Hab ich doch gesagt. Los, nochmal. Ja. Hau! Hau! Viel zu schwer. Ja. Meine Schreibmaschine hat dieser Unhold gestohlen. Aber den Stein hier? Nee. Was machen wir denn jetzt? Also, Lulu, du hast ja ein ganz tolles Nachthemd an. Eure sind aber auch sehr schön. Ach ja. Die vielen Brüschen. Selbst gefäbelt? Na klar. Ja, wir lassen doch nicht fäbeln. Ey, Lulu. Ja? Dein Elvis, der ist ja tot shit. Danke, Poldi. Du bist aber auch nicht ohne. Leute, jetzt aber mal los. Hier, Schluss mit dem Nachthemdenpalaber. Der Stein muss rein. Ja, sag mal, Spencer. Wieso muss der da eigentlich rein? Damit Nepi in aller Ruhe hämmern kann. Auch nachts. Ach, ist Nepi eigentlich? Also wenn wir dauernd Nepi rufen, dann müsst ihr doch eigentlich rauskommen und sagen, wie heiß ich? Nepomuk? Na bitte, geht doch. Nepomuk, der ist am Hausboot. Jetzt sag doch mal, wenn der Nepi nun da drinnen statt hier draußen hämmert, was ist denn dann? Dann kann Lexi ungestört tippen. Wo ist der Lexi eigentlich? Ja, wo ist er? Jetzt sitze ich hier mit dem Klapperdings und kann gar nicht bosseln. Vielleicht hätte ich doch... Was machst du da? Mit meiner Schreibmaschine. Ich bewache sie. Du bewachst sie, warum? Damit sie keiner klaut. Im Dunkel der Nacht. Kannst sie wieder haben. Hindert mich ja am Bosseln, das Ding. Meine Schreibmaschine. Du musst dir vorstellen, dass du nicht einen einzigen Hammer mehr hättest. Schreckliche Vorstellung. Ja, so geht es mir. Wenn mir meine einzige Schreibmaschine also abhanden kommt. Lass mich das Wort zu Ende tippen, das beim Zeitpunkt des Diebstahls des Abhandenkommens unvollendet blieb. Ich muss dich ernsthaft bitten, versöhnt euch. Lexi,
Lexi, Lexi, seid doch nicht albern! Versöhnt euch! Versöhnt euch! Warum sollten wir uns versöhnen? Als ob wir uns jemals gestritten hätten. Hm. Was? Also das ist doch wohl... Warum habe ich denn wohl so laut dazwischen geschrien? Ja, dass ich das gehört habe und aufgewacht bin und geschrien habe, was denn der Kasi wollte. Ja, ja, dass wir es gehört haben und sind aufgewacht und haben geschrien, was denn der Poldi vom Kasi wollte. Dass wir es gehört haben und sind aufgewacht und haben geschrien, was denn die Zwillis von dem Poldi, der von Kasi was wollte, wollten. Ja. Also Leute, Leute, wenn ihr nichts dagegen habt, dann fragen wir nicht weiter nach, sondern sagen ganz einfach, gute Nacht. Ach, gute Nacht. Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, alle zusammen. Gute Nacht, Elvis. Komm, Lisa, ab ins Kuschelbettchen. Tja, liebe Bille aus Buxtehude, jetzt weißt du, was im Dorf los ist, wenn wir alle schlafen. Also, gute Nacht. Nacht, Lexi. Nacht, Nepi. Ja. Oh! Muck, Muck. Mach nichts. Was machst du denn jetzt? Ah ja, schlafen. Ich auch. Obwohl... Was? Na ja, ich würde ganz gern noch ein wenig tippen. Und ich würde so gern noch etwas wum, wum, wum bosseln. Ja, wäre ja auch gut für Kasi. Ja, gut, ja. Also? Ja, also. Punkt. Raul! Raul! Kalle! Ah, du lebst! Ja, wieso denn nicht? Ist das jetzt verboten oder was? Wieso dieser Vorwurf? Du lebst doch auch und scheinbar so ausladend, dass du nicht aus dem Bett kommst und ich hier blöd rumstehe. Wovon redest du? Ich hab dich überall gesucht. Ja toll, vielen Dank auch. Hättest du stattdessen da gestanden, wo wir verabredet waren und wärst nicht wie der besenkte Sau rumgerannt, dann hättest du mich auch gefunden. Jetzt mach mal halblang. Ich hab mir die größten Sorgen gemacht. Ich dachte, meinem Freund ist was passiert. Freund? Mhm. Echt? Mhm, echt. Du hast dir richtig Sorgen gemacht? Aber so richtig. Oh. Mhm. Und dann habe ich so einen schwachsinnigen Baum getroffen. Der hat ein nerviges Lied nach dem anderen gesungen. Da habe ich natürlich noch mehr Zeit verloren auf meiner Suche nach dir. Mhm. Ach, der ist mir auch begegnet. Klasse Lieder, klasse Typ. Der hatte zu jedem Thema einen passenden Song. Ich gehe da gleich nochmal hin. Wir gründen jetzt eine Band. Ich muss nur noch meine Blockflöte holen. Mach's gut, ne? Tschüss. Mir fehlen die Worte. Ich kann nur noch eins sagen. Tschüss, Leute, für heute. Euer Kalle von Ich sehe Gespenster TV. Nein, ich meine natürlich Spenster TV. Tschüsschen. Und was mit dem Bus? Oder muss ich wieder zu Fuß gehen? Thank you.